Einen schönen guten Tag. Wir befinden uns bei Donnerstag, dem 11. November 2021, Sonne im Skorpion, Mond im Wassermann. Da haben wir diese Energie mit Mars und Merkur, dass man gut konstruktiv die Dinge erklären kann. Mars steht weiterhin nicht gut zu Saturn, deswegen Altes soll vielleicht aufgemischt werden. Da wird sich gegen gewehrt. Wir haben auch Wassermann-Energie durch den Mond. Man möchte das unbedingt durchsetzen. Wir haben eben die Sonne auch in Quadrat zum Mond. Und ja, wie gesagt, Mars und Saturn vertragen sich nicht. Und da kann es, wie gesagt, weiterhin zu heißen Diskussionen kommen, zu Gesprächen, die vielleicht auch nicht sofort zu einer Lösung führen. Aber bitte nicht aufgeben. Die Sache ist noch nicht vom Tisch. Und ich denke, dass man ja vielleicht sogar schon morgen konstruktiver damit umgehen kann. Schauen wir uns aber jetzt mal an, was wir heute in den Karten haben. Einen schönen guten Tag, lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Immer noch haben wir diese vorherrschende Spannung zwischen Saturn und Mars und wir haben natürlich auch Mond und Sonne im Quadrat. Vorsichtig heute noch schön zaghaft auftreten. Was haben wir für den Widder am heutigen Donnerstag? 4 der Kelche. Da ist eine gewisse Unzufriedenheit, vielleicht ein bisschen nölig. Ja, vielleicht ist auch das, was dir geboten wird, nicht das, was dir gefällt. Wir haben den Bote des Feuers, Ritter der Stäbe, man möchte was riskieren. Und wir haben den König des Feuers, deine Energie. Also da ist sehr viel Feuer drin, da ist sehr viel, ja, ich sag jetzt mal Temperament und ne, ich möchte aber, ich will aber und ich riskiere jetzt einfach was. Ne, ist mir alles egal. Vorsichtig bitte. Ja, bitte warte noch 1-2 Tage, nicht übertreiben, bleib auf dem Teppich, auch wenn das, was vom Außen kommt oder was da passiert, nicht so optimal ist. Wir haben die Versuchung. Die Versuchung kann bedeuten, dass du in alte Gewohnheiten zurückverfällst und einfach durchgreifst, sage ich jetzt mal. Lass es lieber. Versuche, auf dem Teppich zu bleiben, optimistisch natürlich, positiv gestimmt. Sag dir, 1-2 Tage halte ich durch, dann können wir immer noch schauen, was geht. Es kann nämlich sein, dass, wie gesagt, momentan die Dinge eskalieren und wenn es eskaliert, führt das wahrscheinlich zu nichts Gutem. Ich möchte das nur ans Herz legen, entscheiden musst du natürlich selbst. Wenn wir die Versuchung nehmen, dann vielleicht gönn dir doch was Schönes. Mach irgendwas, was dir Freude macht, Sport oder so, wo du vielleicht deinen Frust oder deine Aggression abbauen kannst. Das wäre so mein Vorschlag. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021 und wir haben immer noch ja, Quadrat zwischen Saturn und Mars und aber auch zwischen Sonne und Mond. Wir schauen uns an, was heute geht, was nicht geht für den Stier. Allgemeine Tageslegung 5 der Luft. Unangenehmes wird angesprochen. Ja, kann durchaus sein oder man ärgert sich. König des Wassers, König der Kelche, ist skorpionische Energie. Du kannst das mit Charme überspielen. Du kannst vielleicht auch ein bisschen freundlicher sein. Einfach da, wo es angebracht ist. Du entscheidest das natürlich selbst. Es ist nur ein Vorschlag. Es geht darum, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wir haben die 2 der Münzen. Es bedeutet, Prioritäten setzen und hinter die Fassade blicken. Also, wenn jemand gereizt reagiert, zu wissen, der hat es auch nicht leicht oder die. Und ich will da jetzt auch kein Fass aufmachen und ich habe gar keine Lust, mich mit anderen rumzustreiten. Wir haben das Ass der Münzen. Du kannst als gutes Beispiel mit agieren für dich selbst und auch für andere, dass du eben ruhig bleibst und lieber mal, wenn dir das zu viel wird oder so, dich zurückziehst oder dass du sagst, ich kümmere mich jetzt um meine Sache und was die anderen tun. Ne? Aber wie gesagt, wenn du möchtest, auch wenn Kritik kommt oder du Kritik üben musst aus irgendeinem Grund, Freundlichkeit, charmant sein, entgegenkommt, bleiben. Damit kannst du sehr viel gewinnen, auch für die anderen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Und auch heute ist es ein bisschen kritisch mit Sonne
Quadrat Mond und Mars Quadrat Saturn. Wir wollen ja möglichst keine großen Streitigkeiten hervorrufen. Wir schauen mal, was wir für die Zwillinge haben. Ass der Münzen, auf dem Teppich bleiben, sich um eine Sache kümmern und das akribisch. Wir haben den Hierophanten, das sind Verbindungen, kann auch die Firma, der Job sein, der Boss, wie auch immer. Wir haben die Kraft, du hast die Disziplin und die Power, weil du sagst, es sind noch 2 Tage und die kriege ich auch noch gewuppt. 7 der Luft, da sind Dinge, die im Hintergrund passieren, die dir vielleicht nicht bekannt sind, die vielleicht auch die Situation verbessern können. Es kann natürlich auch sein, dass jemand hinterrücks irgendwo lästert oder so. Lass dich davon bitte nicht beeindrucken. Es ist momentan für alle eine schwierige Zeit und ich denke mal, dass du sehr viel stärker bist, als du vielleicht vorher angenommen hast. Du hast die Disziplin und du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Glaub natürlich auch nicht alles, was man dir erzählt. Bleib auf dem Teppich. Ass der Münzen ist eine tolle Energie, den Tag zu starten, fortzusetzen und auch mit dem Vorgesetzten, den Vorgesetzten oder dem Partner zu sprechen. Also es ist durchaus angebracht, heute noch diszipliniert daran zu arbeiten. Morgen am Freitag ist der letzte Tag dieser blöden Situation. Vielleicht sagst du einfach, ich warte jetzt einfach mal ab, aber ich mache meine Routine. Das wäre so mein Tipp für heute. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Wir sind bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Wir haben Mars Quadrat Saturn und Sonne Quadrat Mond. Und es kann natürlich sein, dass es heute noch mal ein bisschen schwierig wird. Morgen auch noch. Wir schauen mal, was wir für den Krebs in der allgemeinen Tageslegung heute haben. Die 5 der Erde, der Rückzug. Vielleicht ist das manchmal die einzige Alternative, die man hat. Sich aus allem raushalten. 6 der Münzen ist die Steigerung, bedeutet ausgewogenes Geben und Nehmen. Also nicht zu voreilig sein, sondern eben schauen. Und die 7 der Erde, 5, 6, 7. Sich um Details kümmern. Kann natürlich sein, um deine eigenen Belange, um die Dinge, die dich betreffen. Es kann auch bedeuten, dass du dafür sorgst, dass es eben ausgewogen ist und dass du dir Zeit nimmst, das herauszufinden. 7 der Münzen ist auch sich ums Detail kümmern, vorausschauendes Planen, vielleicht auch ja, so ein paar unangenehme Schriftverkehr-Dinge zu tun, aber eben sich mit der Erdenergie auf dem, ja, Möglichen zu halten, auf dem, was gerade anliegt. Und wir haben die Welt. Das ist nämlich der Wunsch nach Veränderung. Es ist etwas hinter sich lassen. Damit muss man das natürlich abschließen. Und ich denke, das tust du hier, um etwas Neues zu beginnen. Und das sollte nach Möglichkeit dann natürlich besser sein als vorher. Also du stellst sozusagen die Weichen dafür. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021 und wir schauen uns an, natürlich, was wir für dich heute in der allgemeinen Tageslegung haben. Wir haben ja Sonne Quadrat Mond, wir haben Mars Quadrat Saturn oder Saturn Quadrat Mars. Es ist nicht ganz leicht, aber es geht vorbei. Wir haben nur noch heute und morgen. Wir haben für dich den Eremiten. Der Eremiten ist in sich zurückzuziehen, drüber nachzudenken, was man möchte, das Rad des Schicksals. Man lässt die Weichen laufen, also die Dinge, die man im Vorfeld auf den Weg gebracht hat und die 10 der Erde. Du bist stabil und sicher, das ist sehr gut. Du fühlst dich vielleicht auch mal ganz wohl, wenn du ein bisschen für dich sein kannst. Du bist geerdet, so wie es aussieht, sehr schön. Und wir haben eben auch, dass es dir gut geht, das ist schön. Wir haben auch hier den Neubeginn mit dem Ass der Münzen. Also alles wunderbar. Du hältst dich sozusagen an das, was ich dir vorgeschlagen habe, dass man ein bisschen ruhiger angehen lässt und sich auf das bezieht, was gerade möglich und machbar ist. Erdenergie nicht abheben, nicht übertreiben, nicht zu viel erwarten, einfach die Routine vorangehen. Und ich glaube, damit liegst du goldrichtig. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, meine liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Saturn und Mars vertragen sich immer noch nicht und Sonne und Mond stehen auch im Quadrat zueinander. Also es kann haarig werden, muss es aber nicht, wenn man, wie gesagt, versucht, den Ball flach zu halten. Was haben wir für dich? Page der Münzen. Auch deine Energie langsam machen. Ein bisschen
behäbiger als sonst. Bote des Wassers, liebevolle Energie, entgegenkommen, Freundlichkeit. Ja, entweder wird dir das entgegengebracht oder du bringst das anderen entgegen, finde ich sehr schön. Königin der Luft ist, mit sich selbst ins Reine zu kommen, sich ein paar Dinge mal klar zu machen, über Dinge nachzudenken und mit sich auch ein bisschen selbstkritisch umzugehen, ein paar Erkenntnisse zu sammeln und vielleicht auch das Gespräch, naja, zumindest in Betracht zu ziehen, denn wir haben die zwei der Schwerter, also bösartige Äußerungen oder dass man, naja, irgendwas sagt, ist momentan nicht so gut. Deswegen ist die zwei der Schwerter gar nicht so schlecht. Du behältst es erstmal für dich, wartest, bis die Lage sich beruhigt hat und ich denke, dann suchst du das Gespräch. Was ich wunderschön finde, du bist authentisch, da ist liebevolle Energie und du machst langsam. Das ist genau das, was jetzt der beste Weg ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, meine liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Und heute und morgen haben wir noch diese Energien zwischen Mars und Saturn, die alles so ein bisschen, ja, streitsüchtig und selbstherrlich machen. Aber wir haben auch noch Sonne, Quadrat, Mond. Auch da gibt es Schwierigkeiten. Schauen wir mal, was wir heute in der allgemeinen Tageslegung für dich haben. Wir haben den Erfolg. Das ist gut. Du hast Erfolg. Wir hatten ja auch vorher, dass du ein bisschen für Harmonie sorgst. Wichtig war nur, nicht zu übertreiben. Erfolg ist super. Königin der Stäbe, Feuerenergie, Leidenschaft, Temperament. Vielleicht auch im Beziehungsbereich, aber vielleicht auch, was ein Projekt betrifft. Wir haben die zwei der Erde. Für dich ist es auch ganz wichtig, abzuwägen, auf Teppich zu bleiben natürlich und abzuwägen, ja, was hat jetzt oberste Priorität? Also sich nicht zu verzetteln, sondern sich wirklich an die Regeln zu halten, routinemäßig vorzugehen und sich nicht von Leidenschaften oder von Enthusiasmus davontragen zu lassen. Das wird nämlich momentan nicht so gut aufgenommen. Wir haben die Königin der Schwerter. Da ist Authentizismus, das heißt, du bist authentisch, du bist dir selbst gegenüber ehrlich und ich denke auch, dass du Kritik dir selbst gegenüber annimmst in Liebe und sagst, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt alles sagen, was ich denke und ich muss auch jetzt nicht heute und hier alles voranbringen. Ich bin erfolgreich mit Leidenschaft dabei, aber ich muss eben Prioritäten setzen und ich muss mich an der allgemeinen Stimmung, die momentan vorherrscht, so ein bisschen orientieren. Das ist der weiseste Rat, den ich dir heute geben kann. Du kannst sicherlich noch feiern und dich darüber freuen, wenn diese etwas schwierige Phase vorbei ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021 und wir haben natürlich weiterhin das Quadrat zwischen Saturn und Mars. Wir haben auch noch ein Quadrat zwischen Sonne und Mond. Das bedeutet nichts Gutes. Also es ist auf jeden Fall schwierig und es kann zu Konflikten kommen, wenn man nicht Acht gibt. Aber deswegen machen wir das ja hier, um ein bisschen zu sagen, was erwartet uns denn. Für den Skorpion haben wir den König der Erde. Finde ich großartig. Das bedeutet, du bleibst auf dem Teppich. Du echauffierst dich nicht, du freust dich an dem, was du geschafft hast, wo du stehst. Wir haben die Königin des Feuers. Natürlich bist du leidenschaftlich, aber auch optimistisch und vorantreibend. Wir haben den Turm, Dinge fallen weg, die vielleicht belastend waren. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Ja, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Mit der Vier der Münzen heißt es auch nicht, so viel Geld auszugeben natürlich. Sparsam zu sein, vielleicht auch mit Worten sparsam zu sein, weil das momentan nicht gut ankommt. Aber ich habe keine Angst mit der Erdenergie, dass du jetzt irgendwie, sagen wir mal, Geschirr zerdeppert oder so. Ne? Also ich denke mal, du hältst dich an die Regeln. Das, was nicht nötig ist, fällt weg. Du kümmerst dich um das, was notwendig ist. Deine Leidenschaft blüht natürlich trotzdem, vielleicht auch im Beziehungsbereich oder für ein Projekt. Und daran solltest du dich halten. Und natürlich dich mit dem Turm von allem, was belastend ist, was du nicht mehr brauchst, was du hinter dir lassen kannst, dich auch davon zu trennen. Das finde ich sehr gut. Wie gesagt, wichtig ist noch nicht, so viel Geld auszugeben. Aber ich denke, noch heute und morgen, dann wird sich hoffentlich ein Licht am Horizont abzeichnen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen
schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Ja, wir haben leider immer noch, heute und morgen noch, dieses Quadrat zwischen Mars und Saturn. Das macht alles ein bisschen schwieriger oder manche Leute ein bisschen engstirniger. Wir haben heute auch noch Sonne, Quadrat, Mond. Auch da kann es in der Kommunikation haken. Wir schauen mal, was wir für dich haben, lieber Schütze. Gerechtigkeit, vage Energie, harmonisierend, ausgleichend wirken. Das ist schön. Entweder machst du das oder jemand versucht das auch bei dir. Wir haben die Vier des Feuers. Du bist zu Hause oder im Homeoffice oder in Zusammenspiel mit der Familie, deinem nahen Umfeld. Bote des Wassers, liebevolle Energie, Entgegenkommen, Freundlichkeit. Auch wie gesagt, ich denke mal von deiner Seite. Das ist nicht immer eine einseitige Bahn, sondern das geht hin und zurück. Und was man ausstrahlt, das kriegt man dann auch zurück. Und wenn man freundlich und nett ist, kommt das eben auch so zurück. Wir haben die Zwei der Münzen. Prioritäten setzen ist momentan auch sehr wichtig. Sich an die Routine halten, die Dinge zu erledigen, nacheinander abzuarbeiten. Genau das machst du auch, denke ich. Und du sagst, was jetzt Relevantes getan werden muss und was nicht unbedingt notwendig ist. Damit bist du genau richtig. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Wir schauen uns an, was wir für den Steinbock heute haben. Saturn ist weiter im Quadrat mit Mars, bis morgen auf jeden Fall. Und wir haben Sonne, Quadrat, Mond. Auch da kann es in der Kommunikation vielleicht auch mal ein bisschen schwierig werden. Wir schauen mal, was wir für den Steinbock haben. Page des Wassers. So, Page des Wassers ist Sympathie. Das ist kein euphorisches Gefühl, es ist Freundlichkeit. Höflichkeit. Einfach höflich bleiben. Das ist gut. Auf beiden Seiten natürlich. Wir haben den König der Erde. Du bist in deiner Energie. Du machst das, was notwendig ist. Routine arbeiten. Wir haben die Zwei der Luft. Du bist dir noch nicht sicher, aber die Zwei der Luft finde ich auch gut. Bevor man was falsch sagt, sagt man lieber gar nichts. Wir haben das Rad des Schicksals. Das bedeutet, im Hintergrund laufen die Rädchen zusammen. Die Dinge entwickeln sich. Also es ist wichtig, heute, sagen wir mal, nicht zu kommunikativ zu sein, das heißt zu viel zu sagen, sondern sich an die Fakten zu halten, freundlich zu bleiben, Routinemaßnahmen abzuwickeln und das Notwendige zu sagen, so würde ich das auslegen. Das Rad des Schicksals läuft im Hintergrund. Wir haben nur noch heute und morgen mit dem Quadrat. Also ich denke, das lässt sich durchziehen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, dem 11. November 2021 und wir haben immer noch Saturn Quadrat Mars und wir haben noch Sonne Quadrat Mond und der Mond steht im Wassermann. Das hat was, denke ich, auch mit Kommunikation, mit dem Miteinander zu tun. Wir schauen mal, was wir für den Wassermann heute in der allgemeinen Tageslegung haben. Wir haben die Acht der Luft. Man dreht sich gedanklich im Kreis. Also wenn man keine Lösung findet, sollte man den Gedanken möglichst auch mal beiseite legen, was anderes tun. Es ist so das Hamsterrad oder man dreht sich im Kreis, man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht. Das muss man sich aber selber erstmal zugestehen. Wir haben die Sieben des Feuers. Du stehst für deine Belange ein. Nun, wenn du bestimmte Dinge noch nicht geklärt hast für dich, kann das schwierig werden, weil dir die Argumente ausgehen könnten, nicht müssen. Es ist wichtig, dass man für sich einsteht, aber man darf auch mal sagen, dass man nicht so viel Ahnung von etwas hat. Sechs der Kelche, du denkst an die Vergangenheit, Nostalgie, schöne Erinnerungen vielleicht und vielleicht auch, irgendwelche Dinge, nach denen du dich sehnst. Also ich würde sagen, dass du als Wassermann heute ein bisschen vorsichtiger mit deinen Äußerungen bist. Du musst ja nicht alles sagen. Du musst auch nicht stark auftreten und Macht demonstrieren. Das wäre nicht so gut. Es ist nicht schlimm, was nicht zu wissen. Aber es ist traurig, wenn man nicht fragt. Man könnte ja fragen, wie kann ich das machen? Die Sechs der Kelche ist eine schöne, gefühlvolle Sache. Du sehnst dich nach alten Tagen zurück. Wir haben die Neun der Luft. Vielleicht sind es die Befürchtungen, das kommt nie wieder. Gut, die Vergangenheit kommt nie wieder, aber wer sagt denn, dass die Zukunft nicht besser werden kann als zuvor? Oder dass man nicht selber auch dazu beitragen kann? Die Neun der Luft sind eben unnötige Ängste. Es kann aber auch sein, dass du das Gespräch suchst. Ich würde vorschlagen, vielleicht zaghafte Versuche,
aber ich würde jetzt nicht irgendwelche großen Klärungen herbeiführen. Da würde ich noch ein bisschen warten, einfach weil die Energie heute und morgen noch nicht so optimal ist. Aber du kannst dir Gedanken darüber machen, wie du das vielleicht aufklärst und wie du vielleicht hier die Lösung findest für deine Sache, die dich beschäftigt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, dem 11. November 2021. Wir haben natürlich weiterhin Saturn Quadrat Mars und wir haben Sonne Quadrat Mond. Und das ist eben auch sehr schwierig in der Kommunikation, weil der Mond auch im Wassermann steht. Das beinhaltet eben auch Gespräche und so weiter. Wir schauen uns mal an, was wir für die Fische denn heute haben. Wir haben den Gehängten, mehr beobachten als tun, aber das kann große Erkenntnisse bringen. Der Gehängte bedeutet ja immer, dass ich mich in andere hineinversetze. Oder es zumindest versuche zu verstehen, warum der ein oder so agiert. Wir haben den Page der Luft. Page der Luft ist Informationen sammeln und ich glaube, dass du heute sehr beobachtend unterwegs bist. Wir haben die Königin der Münzen, das finde ich sehr schön. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit, das kann in Finanzen sein. Das ist aber sicherlich auch in Beziehungen, die dir auch sehr wichtig sind. Wir haben die Sieben der Luft, das bedeutet, dass dir noch nicht alle Informationen vorliegen oder du gewisse Dinge nicht weißt, deswegen versuche nichts zu überstürzen oder dir zu schnell ein Urteil zu bilden. Die Sieben der Luft kann natürlich auch Gerede sein, es können Intrigen sein, es können Lügen sein, die erzählt werden. Deswegen gib Acht auf das, was dir gesagt wird, prüfe es auf Realität, lass dich nicht ins Boxhorn jagen oder zu irgendetwas treiben. Also, dass dir jemand irgendwas, einen Bären aufbinden will, um seine eigenen Interessen zu verwirklichen mit deiner Hilfe, da solltest du heute auf jeden Fall ein Stück weit Acht geben. Du musst es ja nicht sagen, du kannst das einfach überprüfen und deswegen finde ich den Page der Luft sehr gut und auch die Beweggründe ein bisschen zu hinterfragen, die jemand haben könnte. Das muss nichts Negatives sein, überhaupt nicht. Es geht nur darum, es ist eine allgemeine Legung für den heutigen Tag und mit den Sieben der Schwertern haben wir auch so ein bisschen Unwahrheit oder Unwissen da drin. Und mit dem Gehängten und dem Page der Schwerter, also Page der Luft ist Page der Schwerter, sollte man die Informationen erstmal sammeln und sich bitte nicht voreilig ein Urteil bilden. Wir haben hier auch mit der Königin der Münzen eben Stabilität und Sicherheit, um die du dich kümmerst. Und das ist wichtig, dass du nicht einfach alles so als gegeben und als wahr hinnimmst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis morgen.